Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt losgeht, möchte ich euch super gerne darauf hinweisen, dass jeder hier herzlich willkommen ist auf meinem Kanal. Jeder ist dazu eingeladen, gerne ein kostenloses Abo dazulassen. Und wenn euch die Videos gefallen, dann gebt auch bitte gerne immer einen Daumen nach oben. Vielen Dank und jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem sonnigen neuen Video. Meine Laune ist entsprechend wieder gut. Das Wetter zählt bei mir ja immer an erster Stelle, was meine Laune angeht. Die Nacht war eigentlich auch wunderbar. Leo hatte nur eine einzige Flasche heute Nacht und das war um 4. Wir waren dann zwar im Anschluss eine Stunde wach, aber das lasse ich jetzt einfach mal so ein bisschen weg, das Detail. Denn danach haben wir nochmal geschlafen. Und wir waren dann heute Team 8 Uhr. Ich weiß auch nicht, wie uns das passieren konnte, aber es war vermutlich, weil eben diese Stunde Wachphase da war und ja, irgendwie musste der Schlaf ja nachgeholt werden. Leo hatte gestern Abend etwas Probleme mit dem Schlafen, nicht mit dem Einschlafen, noch nicht mal, aber so gegen 21 Uhr ungefähr, da hat er ja schon gute 3 Stunden geschlafen, da wurde er nochmal wach. Und ich war da gerade im Fitnessstudio, deswegen muss Julian sich dann leider kümmern. Was heißt leider kümmern? Er hat halt mit seinen Freunden online irgendein Spiel gezockt, deswegen war es für ihn halt doof. Deswegen sage ich leider. Natürlich kümmert er sich auch mal gerne um die Kinder. Und es war eben so gewesen, dass Leo dann wach wurde. Manni, geh mal hier runter, nicht, dass du noch aus dem Fenster springst. Ich habe nämlich das Fenster offen, damit hier mal ein bisschen Luft reinkommt und ich vielleicht gleich noch ein bisschen Sonne abkriege durchs Fenster, wenn ich schon nicht draußen bin. Zurück zum Thema. Um 21 Uhr ist er wach geworden und Julian dachte sich, okay, dann hat er jetzt bestimmt Hunger, weil das ist ja nicht selten so, dass Leo dann doch nochmal irgendwie eine Flasche möchte, wenn er schon ein paar Stunden geschlafen hat. Er hat ihm eine Flasche gemacht, er hat aber nichts getrunken. Er hat einfach nichts getrunken und dann hat sich Julian, ja okay, warum bist du denn jetzt wach geworden? Hat er ihn wieder hingelegt, er ist wohl auch wieder eingeschlafen, dann ist er wieder rausgegangen und dann ist er ein paar Minuten später nochmal wach geworden und hat dann wohl auch so gebrüllt, dass auch Luca wach geworden ist und wollte aber immer noch nichts trinken. Deswegen schiebe ich es einfach auf den Zahn, der gerade im Anmarsch ist, denn auch der 4. Zahn bei Leo ist ja jetzt unterwegs. Das ist der hier oben, der 2. Unten hat er schon beide und oben hat er aber ja jetzt einen. Luca hat dann jetzt 5 Zähne und Leo dann jetzt fast 4. Der ist aber auch schon so gut wie draußen. Also ich denke, er hat da jetzt auch nicht so die großen Probleme wie sonst bei den ersten Zähnen. Also man merkt schon deutlich einen Unterschied. Ich brauche keine Zahnungssalbe bei ihm oder irgendwie sowas. Vielleicht hat er aber auch einfach nur schlecht geträumt gehabt. Man weiß es nicht. Als ich dann um 9:30 nach Hause kam, meinte Julia nur, ja, ich wünsche viel Spaß mit Leo. Der war schon 2-mal wach. Und dann dachte ich mir schon, nein, bitte nicht. Bitte lass es eine gute Nacht werden. Und meine Gebete wurden erhört, denn ich bin dann auch zeitnah ins Bett gegangen, eben damit ich direkt eingreifen kann, wenn was ist. Aber Leo wurde eben für seine erste Flasche das erste Mal dann um 4 Uhr wach. Nur diese Wachphase, die hätte nicht sein müssen, aber was soll's. Eine Stunde später, anderer Raum und ein gleiches Outfit. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich meine Brille endlich mal angezogen habe. Also zumindest jetzt, was die Optik angeht. Die Jungs haben gefrühstückt, machen gerade ihr erstes Schläfchen. Ich habe hier den Haushalt schnell in Windeseile erledigt, hätte euch auch gerne mitgenommen. Ich hatte aber nicht so viel Zeit, weil ich nicht wusste, wie lange die Jungs jetzt schlafen. Meine Mama kommt jetzt gleich zum Kaffee vorbei. Die müsste auch eigentlich jeden Moment da sein. Und ich bin gerade so ein bisschen im Online-Shopping-Fieber. Ich suche nämlich noch für die Kommunion ein Kleid oder ein Outfit. Aber dadurch, dass es ja jetzt auch immer wieder so warm wird, denke ich schon, dass ich ein Kleid anziehen werde. Vielleicht eins mit langen Ärmeln. Dann laufe ich auch nicht in die Gefahr, dass ich irgendwie erfriere. Und sollte es dann aus irgendeinem Grund spontan doch kälter sein an dem Tag, dann kann ich immer noch überlegen, wie ich mir mein Outfit anders zusammenstelle, ob es dann doch nur eine Hose mit Bluse wird. Manni hat verstanden, dass er hier nicht rein darf. Manchmal denkt er nämlich, hier ist keiner drin und dann läuft er hier rein. Und wenn er mich dann sieht und ich ihn böse angucke, dann geht er wieder raus. Funktioniert manchmal echt gut. Außer ich bin am Kochen, dann habe ich keine Chance, dann muss ich die Tür zumachen, weil er dann immer denkt, ich schneide für ihn Fleisch. Ist ein bisschen wie ein Hund, der Manni, auch wenn wir am Essenstisch sitzen und Abendessen oder Mittagessen, dann sitzt er auch daneben und guckt immer so hoch, als würde er irgendwas abbekommen. Weiß nicht, warum das so ist, weil im Endeffekt mag er das sowieso nicht, was wir essen. Das Einzige, was er wirklich mag, wo er auch schon mal was abkriegt, ist hier, wenn ich Hühnchen schneide oder so. Ansonsten kann ich ihm auch meinen kompletten Teller hinstellen und er würde nichts davon essen, weil Katzen halt dann doch keine Hunde sind.
Mirko ist gerade vom Schwimmkurs wieder zurück und wünscht sich ein gekochtes Ei, wo das Eigelb natürlich noch weich ist. Denn hart gekochte Eier mag er gar nicht. Und dann wird er sich noch ein Brot dazu machen und dann ist das quasi ein verspätetes Mittagessen für ihn. Dadurch, dass meine Mama irgendwie total lange hier geblieben ist, wir uns super verquatscht haben, in der Zeit, der Leo Mittagessen hatte, der Luca Mittagessen hatte, wir irgendwie auch ein bisschen was gegessen haben, ich habe aber irgendwie nicht gekocht. Ja, ist irgendwie so die Zeit ins Land gezogen. Wir haben jetzt gleich schon 15 Uhr. Wir wollen gleich unbedingt noch mit den News ein bisschen rausgehen, weil es zwar nicht richtig warm ist, aber schon extrem schönes Wetter. Es ist super blauer Himmel. Ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass der Leo, der nämlich gerade eben erst wieder wach geworden ist von seinem zweiten Schläfchen, dass der sich meldet, dass der Hunger hat. Und dann bekommen die zwei noch was. Und dann, wenn sie gesättigt sind, nach dem Nachmittagsbrei, werden wir dann eben auf jeden Fall noch das schöne Wetter genießen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel. Alexa, wie viel Grad ist es? 13 Grad ist okay, das ist in der Sonne schon angenehm. Ich wollte noch bei uns in den Schreibwarenladen, die haben nämlich bei uns auch Spielsachen. Der Mirko ist auf den Kindergeburtstag eingeladen und da müssen wir für den Jungen, der Geburtstag feiert, noch ein Geschenk besorgen. Das steht dann auch noch an. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das managen, weil ich glaube, mit dem Zwillingswagen passen wir dann nämlich gar nicht rein in den Laden. Das ist alles so extrem eng. Vielleicht wartet Julian dann kurz mit den Zwillingen draußen oder geht mit denen so lang eine kleine Runde um den Block. Vielleicht braucht er auch noch irgendwas. Ich glaube, wir wollten auch noch einkaufen gehen zum Aldi, weil Julian hat keine Tiefkühlsachen mehr. Der isst ja total gerne auch Pizza oder auch so Pfannengerichte, die wie so, keine Ahnung, Arabiata oder so. Sowas koche ich halt nicht, weil keiner von uns mag scharfes Essen. Er ist der Einzige und das geht halt schnell. Ne? Wenn er mal zwischendurch Hunger hat mittags, wenn er zwischen den Terminen auch mal hier ist, dann kann er sich das schnell in die Pfanne hauen. Oder wenn ich abends mal nicht da bin und die Kinder irgendwie was anderes essen, die großen Kinder, dann macht er sich das halt auch gerne. Und unser Gefrierschrank ist dahingehend relativ leer gefegt. Deswegen müssen wir auch da auf jeden Fall heute noch einkaufen. Also, das hätten wir. Was noch? Und um Chemie. Das böse, das kleine böse Buch. Teilweise. Hast du das nicht auch schon gelesen? Nein, ich hätte nur bitte nicht öffnen. Ah, okay. Dann so ein Mäppchen. Mhm. Was möchtest du denn schenken gerne am liebsten? Hier, Nachrichten Seilbahn. Hoppala, zeig mal. Diese Stifte hat die halbe Klasse. Echt? Ja. Was sind das denn für Stifte? Das sind so wie Kugelschreiber, aber die kann man degradieren. Zeig mal. Die sind ja schön. Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass es auch Pokémon hier gibt. Die gibt's echt. Es gibt echt alles hier, ne? Wir sind fündig geworden und haben sogar noch eine schicke Tüte bekommen. Andere Filiale, gleiche Puzzlematte. Bin froh, dass es die noch gibt, weil wir wollen unsere nämlich noch ein bisschen erweitern, weil uns das so klein ist zu Hause. Hallo ihr Lieben da draußen. Es war heute irgendwie ein ziemlich chaotischer und anstrengender Tag. Wir haben jetzt mittlerweile schon 20 Uhr. Die Zeit ist dann auch wie im Flug vergangen. Hier war noch einiges los. Die Jungs wollten beschäftigt werden. Oh, ich merke gerade, dass das Licht hier irgendwie flackert. Wir sind ja nach dem Spaziergang dann nach Hause und dann war hier noch viel zu tun. Ich hatte noch die Wäsche und dann wollte Mirko sich mit einem Freund verabreden. Dann habe ich ihn dahin gefahren, bin wieder nach Hause. Zwischenzeitlich habe ich noch kurz mit meinem Papa telefoniert. Dann habe ich noch eine Freundin angerufen. Und irgendwie war wegen Ostern jetzt hier auch noch so viel in Planung, dass ich es einfach irgendwie nicht geschafft habe zu filmen. Auch solche Tage gibt es nun mal. Die Jungs wollten dann natürlich noch Abendessen. Es gab noch Abendbrei. Die Kinder sind ins Bett. Und mittlerweile weiß ich jetzt auch, eigentlich hätte ich Mirko ja noch abgeholt, aber die haben sich jetzt dazu entschieden, dass Mirko dort übernachtet. Ist für mich auch völlig fein. Sind ja auch Ferien und Julian spielt gerade mit seinen Freunden auf der Playstation. Und ich bin jetzt kurz in die Küche abgedampft, weil wir haben 20 Uhr und ich habe heute noch nicht wirklich viel gegessen. Ich hatte heute erst zum Frühstück Milchbrötchen und dann zwischenzeitlich vormittags ein Brot und dann habe ich mir aber mittags nochmal ein Brot gemacht und irgendwie fehlt mir noch so das Abendessen. Ich hatte heute Nachmittag zum Beispiel beim Spaziergang eine Brezel gegessen. Das ist irgendwie alles nichts Ganzes und nichts Halbes gewesen. Es hat zwar satt gemacht, aber
Naja, ausgewogene Ernährung sieht anders aus. Ich meine, ich bin froh, dass ich nichts Süßes noch gegessen habe dazu, aber trotzdem. Deswegen stehe ich jetzt hier und mache mir jetzt eben noch schnell was zu essen. Ich könnte euch jetzt auch zeigen, wie ich hier koche. Das würde mit Sicherheit auch Zeit des Vlogs in Anspruch nehmen. Aber ich glaube nicht, dass es hier ein Kochvlog werden soll. Ich zeige euch nur kurz, was ich mache. Das hier ist das Gericht, was es wird. Süßkartoffel-Eintopf. Ich kann das nicht lesen, spiegelverkehrt. Süßkartoffel-Eintopf mit Spinat und Karotten. Ist ein vegetarisches Gericht. Das koche ich mir jetzt noch schnell, weil es eigentlich relativ schnell gehen soll, wenn ich das hier richtig lese. Und dann werde ich mich gleich auf die Couch hauen und noch Serie gucken und filme einfach morgen weiter, weil da habt ihr mehr von und ich kann meinen Abend noch gemütlich ausklingen lassen. Drückt mir die Daumen, dass die Nacht ruhig wird. Wie kalt 8 Grad sich anfühlen können, das ist der Wahnsinn. Mir ist richtig kalt. Ich frage mich gerade, warum ich nicht einfach einen Schal angezogen habe. Guten Morgen von mir jetzt auch mal endlich. Die Jungs haben schon das erste Mal geschlafen, die haben schon gefrühstückt, es ist schon gleich Mittagessenzeit. Ich habe schon geschafft zu duschen. Ich sitze deshalb im Auto, weil ich Mirko jetzt abholen gehe. Der hat ja beim Freund übernachtet und den gehe ich jetzt abholen, weil der nämlich heute nach dem Mittagessen zum Schwimmkurs muss. Mache ich mich jetzt mal auf, weil er soll noch natürlich in Ruhe Mittagessen können. Aber kurz vorm Schwimmen sollte man sich natürlich auch nicht so den Magen vollschlagen. Ich glaube, das weiß jeder, dass man mit vollem Magen oder mit so einem ganz gefüllten Bauch dann eben nicht ins Wasser gehen soll. Und da er sehr, sehr viele Bahnen schwimmen wird heute, also er hat mir erzählt, gestern hätte er... wäre 25 Bahnen geschwommen. Das hört sich ja schon mal gut an. Mir ist es halt auch einfach wichtig, dass die Kinder schwimmen können. Und zwar nicht nur schwimmen können im Sinne von, ich habe mein Seepferdchen geschafft, da muss man ja nur eine Bahn schwimmen von 25 Metern. Sondern mir ist es wichtig, dass das Kind oder generell meine Kinder sich ja im Zweifel auch selbst retten können, so doof sich das jetzt anhört. Ja, also gerade wenn man mehrere Kinder hat, kann man eben nicht die Augen immer überall haben. Und natürlich wird auch die Zeit kommen. Mirko kommt jetzt auf die weiterführende Schule, wo er auch einfach mal sagt, er möchte vielleicht mal mit Freunden schwimmen gehen oder so. Und dann muss ich halt auch einfach darauf vertrauen können, dass das funktioniert und dass ich mir keine Sorgen machen muss. Und deswegen möchte ich definitiv, dass er jetzt endlich sein Bronzeabzeichen macht und anschließend am besten auch noch direkt Silber, sofern das dann machbar ist. Der wünscht sich sowieso schon länger jetzt, dass er gerne in den Schwimmverein gehen würde. Da warten wir jetzt aber noch drauf, weil der aktuell wohl kein Platz frei ist. Aber das finde ich super, weil es ist nicht nur ein Hobby, was ihm Spaß macht, wie zum Beispiel Fußball spielen, sondern es ist auch einfach super, super wichtig fürs ganze Leben, wenn er da wirklich in diesen Verein reingeht, wenn er es schafft, da einen Platz zu kriegen rechtzeitig, bevor er sich vielleicht irgendwann anders überlegen könnte und sich doch ein anderes Hobby sucht, finde ich einfach gut. Ich möchte das gerne unterstützen. Da kann man ja auch theoretisch an Wettkämpfen und so teilnehmen. Das ist aber nicht mal das, warum ich sage, er soll da in den Verein gehen. Natürlich ist es toll für ihn, wenn er da auch Medaillen mit nach Hause bringt. Ja, das ist fürs Ego der Kinder ist das super, auch fürs Selbstwertgefühl, dass die da auch einfach mal sagen können, ey, ich war der Schnellste, der Beste, der keine Ahnung was. Dafür sind ja auch Hobbys gut. Und auch damit er sich natürlich auspowern kann, weil ich merke nämlich jetzt in den Ferien, das ist aktuell etwas, dass er etwas unausgelastet ist, sagen wir es mal vorsichtig so ausgedrückt. Ich denke, alle Eltern wissen, was ich meine. Ich bin auch froh, wenn die Ferien dann wieder vorbei sind. Natürlich habe ich meine Kinder gerne bei mir, aber diese Auslastung, die die Schule bietet oder dann halt später auch für die Zwillinge dann einen Kindergarten bietet, den können Eltern nicht in dem Pensum bieten. Weil ich bin kein Kind mehr und ich rede nicht davon, dass ich mich nicht um meine Kinder kümmern will, aber wenn Kinder mit anderen Kindern spielen und rennen und toben, dann toben die sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene aus, als wenn ich sage, komm, wir gehen mal auf den Spielplatz, ja, weil ich renne dann ja nicht 3 Stunden mit den Kindern da rum. Natürlich beschäftige ich mich auch mit den Kindern, aber ich kletter ja auch dann nicht oben auf das höchste Klettergerüst unbedingt drauf, wobei, wenn ich einen guten Tag habe, vielleicht schon. Ihr wisst, was ich meine, ja, deswegen lange Rede, kurzer Sinn.
Ich hole ihn jetzt ab. Das ist ja wirklich so eine Aufgabe, die ich absolut hasse, die Müllbeutel zu wechseln. Mir reißt da regelmäßig eine der Mülltüten ein und dann habe ich den ganzen kleinen Radatsch auf dem Boden liegen oder ich muss schon wieder die einzelnen Mülleimer hier dann eben reinigen. Ich meine, klar, man muss den Mülleimer auch sauber halten, aber man muss ihn ja jetzt nicht unbedingt dreimal die Woche spülen, oder? Die Suppe von gestern sieht übrigens so aus. Das, was da so braun ist, das ist Kürbiskernöl. Ich habe das püriert alles, weil ich das gerne mag, wenn es püriert ist. Hier ist auch noch Spinat drin. Das mache ich mir jetzt auch gleich warm, einen Teller davon. Ich denke mal nicht, dass Julian das mögen wird. Denn ich habe schon wieder nicht wirklich gefrühstückt. Ich habe nur ein Milchbrötchen gegessen. Die haben wir halt immer da. Mirko hat jetzt auch schon was gegessen. Der hat noch ein bisschen Zeit, bis er zum Schwimmen muss. Und dann muss ich auch gucken, ob es regnet oder nicht. Weil sonst fahre ich ihn nämlich hin und hole ihn wieder ab. Sonst fährt er nämlich mit dem Fahrrad alleine, wenn das Wetter sich hält. Julian hat nachher einen Zahnarzttermin. Der macht heute Homeoffice ansonsten und fährt dann eben zum Zahnarzt. Ich weiß gar nicht, wann sein Termin ist, um 3 oder so. Und Leo hat gerade beim Mittagessen die ganze Zeit gemeckert. Also er hat ganz normal sein Gläschen geschafft. Er hat ein ganzes Menügläschen gegessen. Soweit, so gut. Aber er hat vom ersten Löffel bis zum letzten hat er gemeckert. Also jetzt nicht, er hat nicht geweint im Sinne von, dass ihm was weh tut oder dass er traurig ist oder irgendwelche anderen Sachen. Er hat auch nicht das Gesicht verzogen beim Essen. Ich meine, es gab Nudeln mit Schinken, Stückchen und Tomatensauce, also eigentlich wie sowas wie Spaghetti Bolognese. Das mögen Kinder ja. Es hat ihm auch geschmeckt, der hat auch mal den Mund aufgemacht, aber zwischendurch hat er richtig, jetzt macht er es schon wieder, so richtig geschimpft. So richtig auf den Tisch gehauen und wah, 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 wah. Und ich wusste einfach nicht, was er möchte. Ich wusste es einfach nicht. Wir haben ihn dann irgendwie abgelenkt. Mirko saß auch am Tisch, weil er gegessen hat. Der hatte dann eine Wasserflasche in der Hand und hat die immer so gedreht, damit das Wasser da drin sich bewegt. Das hat Leo dann irgendwie abgelenkt und es hat auch geklappt bis zum Ende. Aber der meckert die ganze Zeit. Er ist einfach furchtbar unzufrieden heute scheinbar. Mag damit zusammenhängen, dass er eben nur eine halbe Stunde geschlafen hat. Ich vermute, dass er einfach jetzt schon wieder so müde ist, obwohl er normalerweise erst in 1 bis 2 Stunden das zweite Schläfchen machen würde, werde ich ihn gleich hinlegen. Tja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Struggle hier. Normalerweise dachte ich mir nämlich schon so, ja, was soll ich euch eigentlich so erzählen? Bei uns läuft ja eigentlich jeden Tag so ungefähr der gleiche Ablauf ab hier, ne? Morgens Mittagessen. Frühstück, erstes Schläfchen, Mittagessen, zweites Schläfchen, dann gehen wir meistens auch spazieren, gehen wir meistens irgendwie nochmal einkaufen. Als hätte man mich gehört, haben wir jetzt heute Probleme mit dem Schlafen der beiden. Eigentlich in erster Linie mit dem Leo, der ist ja sowieso immer so ein bisschen unser Sorgenkind mit allem ja gewesen, auch von Anfang an und jetzt auch irgendwie immer noch hier und da, dass er sich dann manchmal schwer tut und die Routinen bei ihm nicht so ganz funktionieren und dadurch, dass sein erstes Schläfchen eben heute so kurz ausgefallen ist, war er eben viel zu früh wieder müde und dann hatte ich ja gesagt, dass ich ihn nochmal hinlegen will. Es hat aber nicht geklappt im Schlafzimmer, er wollte einfach nicht schlafen. Er hat sich eher so um 360 Grad in meinem Uhrzeigersinn gedreht die ganze Zeit und ist dann auf mein Kopfkissen, auf Julians Kopfkissen und hat die ganze Zeit den Kopf oben und geguckt und es war keine Chance, dass er schläft. Dann sind wir wieder ins Wohnzimmer, da war er aber auch nicht zufrieden, er wollte nicht spielen, er wollte gar nichts, nicht im Hochstuhl sitzen, Musik hat nicht geholfen. Es war ihm irgendwie heute nichts recht zu machen scheinbar. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, er lag so lange nicht mehr in der Federwiege. Und wir haben ja dafür auch diese Federwiege noch. Dann habe ich ihn da reingelegt. Das wird niemals klappen. Ja, er ist dann tatsächlich in der Federwiege eingeschlafen. Ja, also da bin ich wirklich dankbar für, dass wir die noch haben. Und ich weiß auch nicht, was wir irgendwann mal machen sollen, wenn wir sie eben nicht mehr haben. Weil die ist nur bis 20 Kilo ausgelegt, die wir haben. Wir haben da extra noch so eine stärkere Feder mal für bekommen. Es gibt 2 verschiedene Federn. Die eine ist nur bis 10 Kilo, glaube ich, die für die ganz Kleinen.
Ja, und die Große ist eben für bis zu 20 Kilo halt Gesamtgewicht auch, ne? Also dann können die halt auch nicht mehr gleichzeitig drin liegen. Wenn die beide dann 10 Kilo wiegen, ist dann halt eben auch Schicht im Schacht. Die liegen auch in der Regel nicht zeitgleich drin. Also eigentlich liegt immer nur einer von beiden drin, meistens ja der Luca, weil der da eigentlich super, super gerne drin schläft. Tagsüber wohlgemerkt. Leo mag das ja nicht so gerne. Es gibt wirklich seltene Fälle, wie jetzt heute auch, wo er dann eben da einschläft. Problem ist nur, die steht ja im Wohnzimmer. Und der Luca, der schläft jetzt nicht. Er möchte auch nicht schlafen, auch nicht im Schlafzimmer. Wir haben es auch versucht. Er möchte schon spielen. Also man kann ihn auch beschäftigen. Aber er ist halt immer so unfassbar laut beim Spielen, weil er immer so lautstark von sich gibt, was er da gerade tut und brabbelt und kreischt. Und er ist halt einfach ein lautes Kind, ne? Also es ist ja, ich meine, es ist ein Kind, es ist ja auch alles in Ordnung. Es ist halt doof, wenn der Leo dann gerade da im Wohnzimmer schläft. Und da merken wir wieder, dass wir einfach zu wenig Platz haben. Weil hätten wir ein Haus zum Beispiel, dann hätte man sagen können, man stellt die Federwiege ins Kinderzimmer und im Wohnzimmer ist dann halt eben so Spielbereich, ja, solange die noch so klein sind. Ja, es ist halt hier platztechnisch einfach nicht drin. Deswegen müssten wir jetzt ein bisschen improvisieren. Improvisieren, was habe ich da gerade versucht zu sagen? Wir müssen ein bisschen improvisieren. Julian beschäftigt gerade den Luca im Schlafzimmer irgendwie, spielt mit ihm, macht Quatsch mit ihm. Und dann müssen wir hoffen, dass Leo irgendwann dann ausgeschlafen ist. Nur das Problem ist, dass er eigentlich schon immer eine Stunde schläft. Heute ist nicht mein Tag. Er schläft ja in der Regel schon entweder beim ersten oder beim zweiten Schläfchen über eine Stunde. Und das ist jetzt halt dann etwas schwierig. Dann müssen wir eben den Luca so lange bei Laune halten, irgendwie in anderen Räumen. Aber er kann halt hier auch nicht überall rumkrabbeln, weil das eine Zimmer ist von Mirko. Da kann er nicht einfach rumkrabbeln. Das andere Zimmer, was ja eigentlich auch das Kinderzimmer ist, ja dann auch von den beiden, wenn die dann mal irgendwann ausquartiert werden, was ich noch lange nicht sehe. Das ist ja aber auch das Zimmer noch von Julians Tochter. Das heißt, da kann er halt auch nicht die ganze Zeit rumkrabbeln, weil da halt auch noch andere Sachen drin stehen. Das ist halt auch noch nicht dafür ausgelegt, dass es ein richtiges Kinderzimmer zum Spielen ist für die Jungs. Aber ich glaube, kleine Kinder spielen ohnehin sowieso immer im Wohnzimmer. Also das war jetzt auch gar nicht unser Ziel, dass wir dann irgendwann sagen können, so hier, setz dich mal ins Kinderzimmer und spiel da mal. Das ist noch in ganz weiter Ferne. Das kann man machen, wenn die irgendwann drei sind oder so. Ich glaube, vorher ist das nicht machbar. Heute ziemliches Chaos bei uns. Also entweder wird Luca gleich doch so müde, dass man ihn halt im Schlafzimmer dann hinlegen kann, dass sie einfach getauscht haben. Oder wir müssen halt einfach die Zeit jetzt überbrücken, bis Leo dann wieder wach wird und hoffentlich eben von alleine. Weil wenn wir ihn jetzt wecken oder wenn Luca ihn wecken würde, dann weiß ich, dass der Rest vom Tag ziemlich bescheiden ausfallen wird. Weil wir haben jetzt auch erst gleich 1 Uhr und er macht jetzt schon sein zweites Schläfchen. Also ja, jetzt schon seit 20, 30 Minütchen schläft er schon. Wenn er heute Vormittag besser geschlafen hätte und dass sich jetzt nicht alles irgendwie so, ja, vorgezogen hätte von der Zeit, dann würden wir ihn ja auch erst gleich irgendwann hinlegen. Kann gut gehen heute und es kann nicht gut gehen. Es kann auch sein, dass ich gleich richtig Rambazamba habe, wenn Julian zum Zahnarzt ist. Wissen wir noch nicht. Jetzt haben wir auch die neue Puzzlematte angebaut. Leo robbt sich hier schon irgendwo hin, wo er hin möchte. Luca werde ich jetzt auch noch aus dem Laufstall rausholen, damit er natürlich hier auch rumrobben darf. Sieht so aus, als wäre er hier hinter Gittern und Leo dürfte sich hier austoben. Jetzt ist die Matte definitiv größer als der Laufstall. Wenn man hier mal schaut, da ist der Laufstall zu Ende. Da ist der Laufstall zu Ende. Ich habe nicht darauf geachtet, dass die Straßen jetzt miteinander verknüpft sind, weil damit spielen die Jungs ja sowieso noch nicht. Mir war jetzt erstmal nur wichtig, dass wir eine große Matte haben, weil die zwei ja gerne mal von der Matte runtergekrabbelt sind und ich die Hoffnung habe, dass die Matte jetzt einfach groß genug ist, dass sie vielleicht auf der Matte bleiben, wobei ich bei Luca eher glaube, nein. Luca hat mir direkt bewiesen, dass er keine Lust auf die Matte hat. Und Leo entdeckt gerade die Filzbälle. Oh, da ist schon einer weggerollt. Manchmal ist es schon ganz gut, auch mal Sachen hinzustellen, die sie sonst nicht haben. Weil dann sind sie etwas länger damit beschäftigt. Ich habe auch überlegt, nochmal unsere Wassermatte auszupacken. Aber das verweicht mir dann für einen anderen Tag. Okay, scheinbar ist dieser Korb interessanter als die Bälle da drin. Und diese zwei Häschen hat meine Mama aus dem Urlaub mitgebracht. Die sind wohl irgendwie
handmade. Die Ohren knistern. Und innen drin ist noch eine Rassel. Finde ich total süß. Mögen die Jungs auch total gerne. Sind auch so flauschig auf der Rückseite. Ich weiß leider nicht, wo die her sind. Hier steht nur drauf, kann man es erkennen, da steht drauf MyM Design. Aber ob das jetzt wirklich eine Marke ist, ja, wahrscheinlich. Die sind auf jeden Fall irgendwo aus Holland. Der Papa ist vom Zahnarzt wieder da. Hier ist noch ein bisschen Spielzeit angesagt. Und dann ist ja auch bald schon wieder Bettgehzeit. Aber hey, wenigstens sind die zweimal auf der, die drei auf der Krabbeldecke. Warum sage ich eigentlich immer Decke? Auf der Puzzlematte meine ich natürlich. Eben haben wir schon fleißig da hinten an dem Tisch gespielt. Da haben wir ein bisschen Sitzen geübt. Der Leo kann da schon ganz gut mit dem Sitzen. Der hält sich dann an dem Tisch fest und ja, der Korb stört dich, ne? Nehmen wir den mal ab. Nein, das ist eine tolle Mütze. Hallo? Willst du jetzt zu mir? Aber meine Schuhe sind meine Schuhe, ne? Hallo, das sind meine Schuhe. Das ist eine tolle meine Mütze. Schuhe, meine Schuhe. Ja, okay, ich nehme dich jetzt hoch. Jetzt hat Julian sich erlaubt, dem Luca die Mütze anzuziehen. Den Korb. Den Korb. Den Korb. Voll gut. Ich bereite jetzt den Abendbrei vor. Julian bespaßt so lange die Kinder. Also unsere Aufgabenverteilung ist immer klar geregelt. Und dann ist eben auch schon fast schon wieder Bettzeit. Das war ein wundervoller Vlog mit euch. Diesmal ein Zweitages-Vlog. Könnte durchaus öfter vorkommen, weil hier halt immer ein totales Chaos herrscht. Julian macht hier im Hintergrund irgendwelche Tiergeräusche. Ich bin leicht verwirrt. Er macht das ziemlich echt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt. Wenn ihr gerne dabei bleiben wollt, ihr seid immer herzlich willkommen. Lasst auch gerne ein Abo da und aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Macht's gut!